So, dann werden wir mal Agat hier folgen. Mal gucken, ob die Keule. Oh! Den hab ich nicht gesehen. Ja, ja, klar. Logisch. Wenn du meinst. Ja, Junge, du rennst aber auch echt vor und die Gummi hier. Der gibt mal ordentlich Gas, würde ich sagen. Ja. Eureka. Oh, die ganzen schönen Gegner. So. Das hier ist der Vordereingang. Ihr werdet auf ihre stärksten Wachen treffen, also haltet euch nicht mit Feinheiten auf. Findet ihren Wahrsagespiegel und zerstört ihn. Ich schleiche mich von hinten rein und sorge dafür, dass niemand entkommt. Danke, dass ihr einem alten Mann eine neue Chance gebt. Es ist gut zu wissen, dass ich wieder eine Zukunft habe. Noch besser ist allerdings, dass ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ja, das ist mal eine Überraschung, wer ne? Wer auch immer Alinshir sein mag, ich glaube nicht, dass sie unsere Feindin ist. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie die Möglichkeit dazu gehabt, solange wir geschwächt waren. Aber sie bedeutet dennoch Ärger. Sie erinnert mich an eine Dunkelelbin, die mich mal halbnackt an einem Bergest gefesselt zurückgelassen hat. Ach, du Scheiße. Ach, das waren noch Zeiten. Ja, ne? Aufteilen? Wir werden ihr Lager von beiden Seiten angreifen. Wir können nicht riskieren, dass einer von ihnen entkommt und Bericht erstattet. Ich kann mir vorstellen, dass er stirbt. Ja. Geht einfach hinein und findet diese Wahrsagespiegel. Und keine Sorge, ich werde euch unterstützen. Na gut. War das alles? Nee. Er hat mir einst die Ehrenritterschaft angeboten, nachdem ich den Traumfresser von Amaura erschlagen hatte. Aber er war ziemlich dankbar, als ich sie ablehnte. Mhm. Die Mine besitzt einen Haupteingang und einen Fluchttunnel. Der Vordereingang wird schwer bewacht. Dafür ist der Fluchtweg voller Fallen. Ich habe gesehen, wie sie Bergests in Käfigen nach unten gebracht haben, die vermutlich noch nicht abgerichtet wurden. Wenn ihr die Bestien freilasst, wette ich, dass sie ein ziemliches Chaos verursachen werden. Oh, ja, das kann natürlich sein. Schicksal. So, nein, wollen wir nicht. Na gut. Viel Glück. Wir ja. sehen uns drinnen. Genau, da hast du recht. Zack. Dann machen wir Jennis und los geht's. Los, lass knacken hier, Amigo. Ich bin hier gewillt, fähig und voller Tatendrang. Achso, ich will nur gucken, was meine Waffen machen, ob die alle in Ordnung sind. Ja. Stulpen, die Legion. Wieso habe ich die noch drin? Oh! Na, siehst du? Nee, alles gut, alles gut. Auch gut. Auch. Nee, ist alles in Ordnung. Na los. Jetzt rund. Ja, so richtig schön rund. Die machen sich vom Acker, die Idioten. Aua, ei, ei, ei. Alter, die geben mir hier richtig auf. Achso. Nee, geht noch nicht. So, haben wir.
Große verzauberte Nieten, das ist gut. Oh. Na gut. Was kommt jetzt hier? Gar nix. Aber auch gar nix. Nee. Oh, da sind wieder reichlich Feinde. Alter, macht der einen Schaden. Einfach mal mit, die Hälfte mache ich eh wieder weg. Ja, ich will mir nichts vorstellen. Oh! Natürlich Konsum, Mana, Präzision. Halt, nee, unsichtbar. Nee, Mitte da. Das könnte klappen. Eventuell. Getötet, das ist schon mal gut. Ja. Ja, geht schon hoch. Der ist auch weg. Hat der noch irgendwas? Die sind hier unten. Moment, hier oben ist auch eine, oder? Da. Ja, ich irre mich.
schätze ich, aber Raffinesse, die habe ich nicht. Auch nicht. Ich sage ja, das kann ich alles soweit in eine Tonne kloppen. 70 Talisman. Elementarresistent, ja gut. Oh, 113. Er blockt nur Schaden, macht also wenig. Primär. Schaden 83. 58. Azurit. Aber die habe ich ja nicht, die sind ja nicht neu. Warte mal. Auf, wie geht's hier, Wurm? Sind wir also? Der Hof des Winters. Ihr kennt den Hof des Sommers in Ysa? Nun, der Hof des Winters ist sein düsterer Bruder. Diese Feien sind nicht böse, aber sie sind definitiv auch nicht besonders nett. Nicht, solange ihr diese Spiegel nicht zerschmettert habt. Ansonsten werden sie euch durch ganz Dalentat verfolgen. Gut. Viel Glück, Kleine. Könnt ihr mir den Unterschied zwischen einem Geschöpf der Natur und einem Kind des Staubs, wie ihr eines seid, nennen? Wir Kinder der Natur kennen unseren Platz. Die Schwachen und die Mächtigen. Die Beute und die Jäger. Das Leben und der Tod. Alle dienen dem Kreislauf. Ihr Kinder des Staubs hingegen wisst nicht, wo ihr hingehört. Ihr kommt in unser Land. Ihr kommt, um euren Jägern zu begegnen. Und ihr wisst nicht, wann es Zeit ist, zu sterben. Nö. Ihr werdet es herausfinden. Letztlich wird jeder Sterbliche die Macht Gatflos erkennen. Des gesegneten Herolds, der barmherzigen Tier noch. Alle Sterblichen vergehen. Selbst wenn einige von ihnen etwas widerspenstiger sind als andere. Halt. Zumindest werden euch die Tuatha jetzt nicht mehr ganz so leicht aufspüren können. Aber es scheint, als hättet ihr die Aufmerksamkeit ihres Königs Gatflo erregt. Wenn ihr irgendjemand anderes wärt, würde ich euch nahelegen, wegzulaufen und die nächsten paar Jahre nicht mehr anzuhalten. Aber ihr könntet vielleicht sogar eine Chance haben. Ihr schlagt euch doch ganz gut. Zumindest bisher. Ihr habt sie hier geblendet. Und sie haben euch auch noch nicht getötet. Und so ungern ich es auch sage, ihr werdet Alin Shirs Angebot, euch zu helfen, annehmen müssen.
Der Kodex des Schicksals dürfte einige Antworten für euch haben. Soweit ich weiß, habt ihr euch bereits im Haus der Balladen mit ihr getroffen. Aber es klingt, als wäre sie im Moment unsere einzige Spur. Die Unsterblichen haben ihr Wissen über das Schicksal in den lebendigen Stein geschrieben. Ich dachte immer, das sei einfach nur eine poetische Bezeichnung für das Theater. Doch da ist er, in euren Händen. Gebt gut auf ihn Acht, Kleine. Okay, Prismiere. Der Prismier ist ein seltsamer Kristall. Normalerweise hat er eine blaue Färbung, doch wenn man ihn mit Magie auflädt, wird er blutrot. Na gut. Auf diesem Weg müssen wir hier raus. Ja, das sagst du, aber ich will mal eben nochmal nach Mensch kommen. Ein bisschen zügiger geht das. Naja, gut. Komm. Wir haben fertig. Glendara, ja. Sieht so aus, als wenn haben wir fertig. Oder ich muss... Ja, der weiß nicht, dass ich die Königin der Balladen bin. Nee, weil ich bin ja die Königin der Balladen. Ja. Also steht mir alles zur Verfügung, was da ist. Egal was. Und wenn ich da was sage, dann passiert das auch. Schauen wir mal. Oh. Die kommen mir nach. Oh Gott. So, geht doch. Oh. Oh. Da hat er aber gutes Bein gehabt, der Kamerad. Oh. Meine Güte, warum muss ich denn hier noch alles bereiten? So. Na. Stulpen. Nein, nein. Hier ist nix. Ich muss runter. Aber hier links ist ein Tor, eine Tür. Ach, da oben. Ich sehe es gerade. Aha. Sternenlager. Da fühle ich mich schon zu Hause hier. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Ja. Schön sein. Nö. Ist ja mal nicht schlecht. So, nun. Aha. Nee, im Moment nehme ich jetzt keine Quest mehr an. Das ist jetzt ein bisschen haxiblöd, ja. Ich dachte, ich müsste jetzt gegen den König kämpfen. Ah, aber der hat wohl viel zu viel Muffe. Ja, der hat wahrscheinlich von mir gehört, dass ich die Königin bin von dem Haus des Sommers. Ja. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich da jetzt alles gekriegt habe. Allgemein jetzt, ja. Das würde ich schon ganz gerne wissen. Inventar. Konsumgüter. Vielleicht hat man da so einen Stein gekriegt. Nee. Accessoire. Naja. Gut. Wo muss ich da jetzt lang? Moment, ist das noch weit? Ja, weit nicht, aber komisch zu gehen. Ich muss jetzt einmal da unten und dann rechts rum. Ja, glaube ich. Was?
Tatsache, ist wirklich so. So, hier können wir. Also, hier gibt ja ganz schön Kniegas. Auf jeden Fall. So, und da kommt wieder ein Feind. Wir sind hier in Feindeshand. Baggäste! Oh, hier für zwischendurch. Goldminzen, Goldminzen, Goldminzen. Ah, komm. Nehmen wir die Namita, da ist auch ein Champion bei. Boah. Wie ich wohl am Anfang da Probleme gemacht habe. Und jetzt. Oh, was ist da? Was ist das? Achso, nur Fackeln. Ich dachte, neuer Ort entdeckt. Cern Myralim. Mhm. Mhm. Jetzt entdecken wir hier auch noch neuer Ort. Jetzt sind wir bestimmt unterhalb. Ja, im Süden. Kann ich mir gut vorstellen. Gucken wir gleich mal auf die Karte. Auf jeden Fall. Ja, siehste. Wow. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ey, kommen wir jetzt hier durch und hier hin? Alter, das wäre jetzt der Hit. Die Türe. Hadessa. Wow. Na gut. Abwarten. Sterblicher. Aber nicht wie die anderen. Nee, ne? Was ist das hier? Oh. Oh. Überzeugt von Olaines Bedrohung, willigte ein, die Stadt zu befreien. Man dankte ihr mit lobendem Wort und ruhig schlich sie sich fort. Als die Kranken waren genesen, das Böse besiegt, kehrte Olaine zurück in das Land. Gefundene Magie als Geschenk in der Hand. Hoi, da kam doch gerade was. Ja, sehr. Nein, 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 sorry. Da kam gerade was. Ja. So, ein Stulten der Legion. Habe ich das jetzt? Nee. Das war's. Alles in Ordnung? So, warte mal. Feuerschaden? Nee, das kann ich nicht. Feuerschaden habe ich hier auch. Warum mache ich die nicht drauf? 178 Todesgewand. Nee, das kann ich auch nicht machen. Du kannst auch weg. Ja, die Stunden, die halten wir mal. Ah, jetzt weiß ich, wo wir hingehen. Zum Endkampf, oder was? Ist das gut möglich? Oh. Oh, oh. Die Sonderbare sucht einen Weg zu den Feien, hat jedoch stattdessen zu den Ästen des Weltenbaumes gefunden. Ruht euch aus, Schnelllebige, damit ich euch betrachten kann. Hey, du bist ein Spanner, du Sau. Wer seid ihr und was wollt ihr? Seht euch um. Alles, was ihr sehen könnt, bin ich. Meine Wurzeln erstrecken sich über ganz Dalentat. Und meine Blätter lauschen den Winden, die von überall zu uns wehen. Von der Eisbruchküste bis nach Alabastra. Meine Familie und ich umschließen diese Welt. Wir waren noch Schößlinge, als eure Art aus dem Dunkel trat. Und wir werden mit euch wachsen, bis diese Welt erneut brennt. Meine Wurzeln erstrecken sich tief und weit. Und ich habe gehört, was euch hierher führt. Ich kann jedoch nicht sehen, welchen Weg ihr von nun an einschlagen werdet. Die Zeit der Feien läuft ab. Ich muss sie in ihrer Dämmerung behüten und sie vor der Verdorbenheit des Prismeer beschützen, die ihre Art befällt. Okay.
Gärten des Schicksals liegen offen vor mir. Und alles, was jemals sein wird, ist in ihren Blüten sichtbar. Ysas Ende, begraben unter Prismärklingen, steht schon seit jeher fest. Ich kann die Flut nur zurückhalten, ihr hingegen. Ihr könntet die Gezeiten möglicherweise ändern. Das heißt, was muss ich tun? Wo auch immer ihr hingeht, kennzeichnet ihr alles durch eure Berührung. Bevor ich euch helfe, muss ich eines wissen. Werdet ihr eine behutsame Gärtnerin sein oder eine achtlose Schnitterin? Was meinst du mit Gärtnerin und Schnitterin? Ja, aber wird es auch zum Besseren sein? Ich kann euch nicht davon abhalten, es zu versuchen, aber vielleicht kann ich eurem Handeln eine Richtung geben. Okay, dann sag an. Ein Stamm von Trollen wurde durch den Prismär verdorben. Ihre Matriarchin Gnarsch hat die Clans vereint und damit den ersten Schritt auf dem Weg zu Dalentars Untergang gemacht. Ihr könnt dieses Schicksal verändern, doch mit welchem Ergebnis? Ja. Ihr könntet dadurch eine noch größere Gefahr heraufbeschwören, wie eure Verbündete, Alun Shir. Sie beschreitet einen dunklen, verworrenen Pfad. Einen Pfad, den ihr einst vor eurem Tod gemeinsam mit ihr beschritten habt. Doch euer Weg ist allein der eure. Vernichtet Gnarsch, beseitigt die Verdorbenheit des Prismär. Gut, aber dann wie? Werde ich erkennen, wer ihr seid, wenn auch nicht, zu wem ihr letztlich werdet. Ja, aber, Alun Shir ist ein Mysterium und ein offenes Buch. Sie ist auf eine Art entschlossen, wie es nur wenige Schnelllebige sind. Ihre Hingabe ist echt, aber ich kenne ihre Beweggründe nicht. Ja, wer weiß, ob du das ehrlich Gemeinsam meinst. Gemeinsam habt ihr unter meinen Ästen dunkle Pfade beschritten. Vor eurem Tod kanntet ihr einander, oder ihr dachtet, ihr würdet euch kennen.